Hallo an alle, die das Video nachschauen, also im Nachhinein schauen. Das sage ich immer gerne, weil es dauert immer ein bisschen, bis die Leute hier reinkommen. Ich war gerade ein bisschen erschrocken. Es sieht irgendwie aus, als hätte ich einen Filter drauf. So, da kommen die ersten Leute rein. Ich warte mal ein kleines bisschen. In der Zeit bereite ich schon mal ein bisschen was vor. Hallöchen zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ich bereite gerade noch ein paar Sachen vor. Wir machen 5 Nägel. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich warte mal wieder, bis alle drinne sind. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Das Wetter ist ja echt schön. Ich habe gerade schon erzählt, ich war ein bisschen erschrocken und dachte, ich hätte irgendeinen Filter hier. Also ich habe das Gefühl, Instagram hat irgendeinen Filter drauf. Weiß nicht, meine Haut sieht irgendwie gerade so filtermäßig aus. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch die Bräune vom Urlaub, ich weiß es nicht genau. Aber ich war kurz erschrocken. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich bin gerade dabei, hier schon mal die Tipps vorzubereiten, denn ihr habt abgestimmt bei Instagram und 62% haben gesagt, sie hätten gerne ein Herbstdesign. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich bin auch im Herbst so ein bisschen schon angekommen, obwohl das Wetter hier schön ist. Und dann machen wir heute ein richtig niedliches Herbstdesign zusammen. Und ich finde, im Herbst geht halt immer Orange und da gehen auch immer Füchse. Und wir machen halt ganz easy kleine Fuchsköpfe. Das sieht richtig süß aus. Lasst euch überraschen. Genau, ich warte noch ein kleines bisschen. Wir sind gerade erst 7 Leute. Vielleicht sind aber auch Leute bei dem Wetter unterwegs. Ich speichere das auf jeden Fall wie immer. So. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr genießt noch das schöne Wetter. Wer weiß, wie lange es noch so bleibt. Ich war echt happy, als ich wiedergekommen bin, dass es hier noch immer ein bisschen Sonne gibt, weil, ja, weiß man in Deutschland ja nie. So, ich bereite die Tipps schon mal vor. Wir machen das heute auf Tipps, weil meine Nägel nächste Woche schlicht werden. Und dann ist mir eben aufgefallen, ich habe nach Farben geguckt für das Design und mir ist aufgefallen, ich habe gar kein schönes Orange, also so ein Herbst-Kürbis-Orange habe ich gar nicht. Deswegen müssen wir gleich ein bisschen tricksen und ein bisschen mischen. Aber dann könnt ihr auch mal sehen, wie ihr so mit Farben, wenn die euch nicht gefallen, wie ihr damit umgehen könnt, dass ihr die einfach ein bisschen mischt. Weil mir fehlt da irgendwie so ein richtiges Kürbis-Orange. Keine Ahnung, habe ich bis jetzt auch noch nicht irgendwo gefunden. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich bin jetzt auch nicht aktiv auf der Suche danach. Von daher, ja, kann ich mich eigentlich auch nicht beschweren. So, jetzt muss ich meine Designinspiration hier einmal öffnen. Ich lasse mich immer auch gern von anderen Leuten inspirieren. Und diese Fuchsköpfe habe ich mir hier nämlich geöffnet, damit ich da so ein bisschen schwinksen kann. Ja, ich würde sagen, ich glaube, da kommen jetzt nicht viel mehr Leute dazu. Wir drehen die Kamera einmal um und fangen mit dem Design einfach an. Stellt ihr immer Fragen, egal was, so dass wir ein bisschen interaktiv hier miteinander, ja, das Video gestalten können. Muss ich euch erst einmal einhaken. Ich finde das am Anfang immer nett, wenn man denjenigen sieht. Deswegen hole ich euch da immer erstmal ran. So, jetzt muss ich immer gerade richtig einstellen und so ein bisschen ranzoomen. So, heller machen. So, jetzt sehen wir auch ordentlich. Okay, ich habe 5 Tipps vorbereitet. Es wird eigentlich ein, ja, ich sage immer ein easy Design. Es ist für manche vielleicht nicht so easy, aber ja, wir werden erstmal mit Full Cover anfangen. Ich möchte gerne Orange und Braun mit aufnehmen. Ich habe aber das einzige Orange, was so an Herbst, Kürbiszeit rankommt, ist dieses Warm Orange. Das ist mir aber schon zu dunkel. Und ja, sonst habe ich irgendwie nur Neon-Orange und wir mischen uns jetzt einfach ein bisschen mit Weiß jetzt. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, was ich geschrieben habe. Ich sehe erholt aus. Ja, ich bin so halb erholt, weil wir haben einen 13 Tage Städtetrip gemacht und das war anstrengend auf jeden Fall. Aber ich sehe auf jeden Fall braun aus. Aber ja, vielen Dank. Nicht wundern, ich habe mir hier meinen Nagel so ein bisschen abgeknibbelt, also die Verlängerung. Ich werde die jetzt die Tage neu machen, deswegen stört mich das nicht. Also wundert euch nicht. Hier sind auch so ein paar Macken drin vom Urlaub und so. Die sind jetzt auch 2,5 Wochen drauf, glaube ich. Man sieht den Rauswuchs ganz gut. Ist für mich super, also ist es für die meisten super wenig. Für mich ist das schon viel, weil ich die immer so oft neu mache. Genau. Es steht dir. Vielen Dank. Sehr lieb. Also, wir nehmen unser
orange, was uns nicht so gefällt, tragen wir uns das jetzt erstmal auf eine Platte auf. Das könnt ihr mit jeder Farbe machen. Ich würde euch aber empfehlen, Farbgel mit Farbgel zu mischen und Shellac mit Shellac zu mischen. Ist einfach besser. Dann habt ihr die gleiche Konsistenz immer noch. Und hier könnt ihr einmal das Orange sehen. Ist eigentlich ein ganz schönes. Ich möchte aber gerne ein helleres. Und dann schnappe ich mir jetzt ein Weiß. Ich habe hier von Maruel das White Tiger. Ist ein Shellac. Und ich gebe euch den Tipp, packt den erstmal an die Seite und nicht direkt in eure Farbe rein. Und dann nehmt ihr euch einfach irgendeinen Pinsel. Ich habe hier so einen älteren, der schon so ein bisschen ausgefranst ist. Und dann nehmt ihr euch immer nur so ein bisschen was und mischt das rein. Und ihr könnt direkt schon den Unterschied sehen. Seht ihr das? Hier ist das alt, die alte Farbe noch, hier ist die neue. Also so schnell könnt ihr euch einfach einen helleren Ton mischen. Dunkler wird schon ein bisschen schwieriger, da könnt ihr ein bisschen andere Orangetöne mit reinmischen oder ein Schwarz, aber Schwarz wird dann immer schnell braun, deswegen wäre ich da eher ein bisschen vorsichtig und würde dann ein helles Orange mit einem dunkleren mischen oder so. Oder ihr schaut im Internet nach, welche Farben man für Orange mischt. Ich glaube, es ist Gelb und Rot, aber ich bin mir nicht sicher. Genau, das Orange gefällt mir jetzt schon besser, aber ich glaube, da kann noch ein bisschen. Deswegen gebt euch nicht mit dem zufrieden, was ihr immer da habt. Das war jetzt ein Ticken zu hell. Hoppala. Da nehmen wir uns jetzt nochmal was von dem Dunkel mit dazu. Das war jetzt ein bisschen zu viel Weiß. Und so könnt ihr euch dann... Und ein Tipp, wenn ihr euch Farben mischt für eure Hände oder für Kundenhände, macht es in ausreichender Menge. Weil wenn ihr euch jetzt eine Farbe mischt und euch fehlt später dann was Farbe, dann steht ihr da und kriegt den Farbton wahrscheinlich nicht genauso hin. So. Dann würde ich sagen, zwei Tipps werden damit jetzt bestrichen. Ich bin jetzt soweit zufrieden damit. Ist immer noch nicht so ein Orange, wie ich möchte. Aber guck mal, durch das Weiß deckt das jetzt auch wunderbar. Aber ich würde einfach, damit die Farbe intensiver ist, Shellacke tragen wir ja ganz dünn auf, zwei Schichten auftragen. Nummer eins. Oh, ich muss meine Lampe mal umdrehen. Meine Mama war jetzt vor ein paar Tagen hier und hat die dann natürlich andersrum benutzt. Das ist jetzt einmal der Daumen und der kleine Finger. Die werden orange. Ich sag ja, wir fangen simpel an. Erstmal mit den Full Cover. Einer wird weiß. Auf dem Weiß werden wir nämlich unsere Fuchsköpfe malen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob einer was geschrieben hat. Darf man Farben von anderen Firmen zusammenmischen? Ja, definitiv. Also wie gesagt, guck, dass du bei Shellac und Shellac bleibst und Farbgel, aber die sind alle hier in Deutschland, die müssen ja auf eine spezielle Art gemischt sein, die Farben. Die dürfen ja spezielle Produkte nicht enthalten und daher sind viele Farbgele von der Zusammensetzung her gleich, genau wie Shellac. Also du kannst Farben, ich mische so viele Firmen einfach mit Versiegler, Farben in Farben von verschiedenen Firmen. Ich hatte da noch nie Probleme mit. Wenn du mal ein Problem damit hast, dass es zum Beispiel nicht aushärtet, dann kann es daran liegen. Aber wie gesagt, ich hatte das noch nie. Von daher, ja, kann ich das eigentlich empfehlen. So, schaut mal. Das war das von Maruel, dieses White Tiger. Das deckt schon sehr gut für Shellac. Also da habe ich schon mal Shellacke gehabt, die waren sehr mild und haben nicht so gut gedeckt. Also ich mache noch eine zweite Schicht, weil noch so leichte Schatten sind. Aber für einen weißen Shellac deckt es schon gut. Die sind ja immer so ein bisschen dünner gemacht. Und von daher kann ich das empfehlen. So, jetzt ist die Frage. Benutzen wir ein helles Braun oder benutzen wir ein Dunkelbraun? Ich liebe diese beiden Farben im Herbst. Das sind von Didier Lab einmal Mocha und Brunette. Liebe ich, habt ihr auch schon öfter bei mir gesehen. Ich glaube, wir nehmen das Dunkle. Habe ich jetzt irgendwie mehr Lust drauf. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob mir das dunkel genug ist. Ja, doch, das passt. Da machen wir jetzt auch zwei, und zwar Zeigefinger und Mittelfinger. Ich zoome noch nicht so nah ran, weil wir gleich, also ich zoome euch gleich näher ran, weil jetzt sind es ja gerade nur die Fullcover, die wir hier auftragen. Ganz, ganz wichtig, sage ich euch jedes Mal, bei Braun müssen eure Alarmglocken angehen, bei braunem Shellac. Brauner und grüner Shellac ist immer schwierig auszuhärten. Die werfen ganz, ganz schnell diese Blasen und Hubbel. Aus dem Grund so dünn, wirklich so dünn, wie ihr könnt, auftragen. Und dann lieber drei Schichten. Ich habe, obwohl ich es weiß, ab und an immer noch mal, dass sie nicht richtig aushärten. Deswegen braune und grüne Shellacke, da muss bei euch die Alarmglocke angehen. So.
Schau mal, das ist doch ein schönes Orange, finde ich. Das ist gut geworden. Hoppala. So. Braun, wieder ganz, ganz dünn. Das hat mit der Zusammensetzung einfach zu tun, der Farben. Irgendwas ist da drin, was die so ein bisschen zickiger macht. So, unser Weiß ist auch fertig. Das habe ich jetzt gerade hier stehen. Machen wir noch die zweite Schicht. Das ist halt so ein richtiges Tippex-Weiß, aber manchmal mag ich das auch gerne. Vor allem, wenn man mit so dunkleren Tönen arbeitet, mag ich es gern, wenn die Designs auf hellen Farben sind. Man könnte jetzt auch ein Cremefarben nehmen, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Genau, das ist nicht ganz perfekt aufgetragen. Da sind noch so ein paar Hübbelchen. Lass ich kurz glatt ziehen. Da seht ihr, wie gut das deckt. Gucke ich nochmal in die Kommentare. Habe ich mich nicht getraut wegen Haftung? Ja, Betty, da hast du aber einen Denkfehler, weil du trägst ja ein Haftgel auf. So, und das Haftgel, das sorgt für die Haftung. Ich glaube, ich weiß so ein bisschen, was du meinst, aber ich sag mal, wenn du ein gutes Haftgel drauf hast und das Haftgel, das hält, dann kannst du da quasi on top eigentlich draufpacken, was du willst. Weil zum Beispiel ein Aufbaugel, was du ja als nächstes manchmal benutzt, hat keine Haftungseigenschaften, sondern das Gel darunter hat die Haftungseigenschaften. Aber ich glaube, du meinst wahrscheinlich, dass es dann irgendwie Probleme beim Aushärten gibt. Ja, das musst du halt testen, aber meistens habe ich da echt keine Probleme mit. Darf man in Clear Rubber Base einen weißen Shellac mischen? Weißt du das? Ich habe zwei Clear, aber ein Weiß, das müsste ich keinen kaufen. Du willst quasi dann eine milchige Rubber Base wahrscheinlich haben. Wenn du vorher eine Haftschicht drauf machst und es dann benutzt, also du willst wahrscheinlich eine Clear Rubber Base mit Weiß mischen, um so eine milchige oder weiße Rubber Base zu bekommen. Probier es aus. Ich kann es dir nicht zu 100% sagen. Es könnte klappen, aber misch nicht zu viel Weiß rein, weil es kann sein, wenn das Weiß zu dick dann als Aufbau gemacht wird, dass es dann nicht aushärtet. Das musst du gucken. Okay, dann bin ich durch. So, Weiß härtet noch weiter aus. Braun braucht auch noch eine zweite Schicht und Orange auch noch. Also dieses Braun wirklich eher auf, also auf Kratzen so quasi. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So wirklich sehr, sehr dünn. Sobald ihr merkt, dass ihr so kleine Pickel nach dem Aushärten habt oben drauf oder so Dellen oder so, dann wisst ihr eigentlich schon, dass es unten drunter nicht ausgehärtet ist. Das kann man dann auch nicht mehr retten. Da sollte man dann einfach das Ganze neu machen. Aber schaut mal, ich habe das so dünn aufgetragen und es deckt trotzdem gut hier oben. Das ist meine Makrokamera, die hier rumspinnt. Hier oben ist so ein bisschen, ne, sieht man noch ein bisschen was durch, aber für so eine ganz dünne Schicht, finde ich, deckt er schon sehr gut. Ich finde, das ist ein ganz, ganz schönes, ja, so Holzbraun würde ich nennen, so Baumbraun. Das ist kein Ausdruck, aber wie so Bäume halt die Rinde außen haben. Ich finde den Ton sehr schön. So. Auch nochmal rein. Ich muss mal gerade mein Handy, den Bildschirm einmal gerade mit so einem Brillentuch sauber machen, weil ich kann eure Kommentare nicht lesen, weil es hier oben so verschmiert ist irgendwie. So. Okay, unser Orange wird auch noch mal in der zweiten Schicht aufgetragen. Und dann geht's auch schon ans Design. Und ich habe versucht, ein simples Design rauszusuchen, was aber trotzdem sehr süß ist. Also ich finde, Herbst ist eine tolle Jahreszeit, weil man da so viel mit Pilzen machen kann und mit Füchsen und sowas. Das finde ich immer, also ich mag das total, diese niedlichen Designs dann zu kreieren. Und ich denke, da geht es einfach vielen so. Das muss ich mir merken, mit dem Orange wird das sehr, sehr schön. Gut. Unser Weiß ist fertig. Und jetzt können wir eigentlich auch schon loslegen. Ich brauche auf jeden Fall einen dünnen Pinsel. Den suche ich mir jetzt einmal raus. Ich habe mehrere dünne Pinsel, aber aktuell benutze ich sehr gerne den von Rika Schmidt. Das ist dieser hier. Der ist so rosa Fineliner-Pinsel, heißt der. Der ist zum Malen ganz gut. Der ist nicht zu dünn, nicht zu dick. Ja, ich glaube, der reicht. Auch ein Dotting-Tool brauchen wir auf jeden Fall. Wo ist es?
Mal gucken, wo ich es hingelegt habe. Ich habe ein Lieblings-Dotting-Tool, das ist aus Linnys Nail Shop. Aber ich weiß gerade nicht, wo ich es hingelegt habe. Hä? Normalerweise ist das hier bei meinen Pinseln. Da muss ich ein anderes nehmen. Und bei meinen anderen ist es. Das ist eigentlich so mein liebstes Dotting-Tool hier. Das ist von Lini von dieser Rosé Gold Collection. Dieser Spotty nennt er sich einfach nur. Spotty. Ich finde, der hat eine super Größe. Die ist schön, schön klein oben. Und ja, der lässt sich gut handhaben. Ich habe auch noch diese hier. Die sind auch in Ordnung. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich mag den einfach. Okay, den brauchen wir. Dann brauchen wir einen Pinsel. Wir brauchen ein Weiß, wir brauchen ein Orange, wir brauchen ein Braun. Das haben wir alles. Brauchen wir noch irgendwas? Ein helleres Braun haben wir auch hier stehen. Okay, dann können wir eigentlich loslegen. Schaut mal, ihr Lieben, seht ihr das? Ich glaube, ich habe das Weiß zu dick aufgetragen. Ich muss mir gerade hinstellen. Seht ihr diese Rillen hier? Da diese Schlieren, die da sind. Ja, ich habe das, glaube ich, es geht, es ist fest. Aber ich habe das Weiß schon zu dick aufgetragen. Das ist halt auch dann, kann auch sein, dass das... wenn das so stark deckt, dass man das sehr, sehr dünn auftragen muss. Ich muss sagen, ich habe es erst zweimal benutzt. Ist jetzt natürlich doof, weil ich jetzt da so Rillen habe. Ich versuche das jetzt gerade nochmal zu kaschieren mit noch einer Schicht. Vielleicht buffern wir das gleich einfach an. Dann können wir unser Design auch besser da drauf malen. Gut. So, die Orangen können schon versiegelt werden. Raus. Ich habe immer noch den von Linny hier, den ich ja nicht ganz so gerne mag und den benutze ich dann einfach für Tipps, damit er nicht ja, weggeschmissen wird, benutze ich den einfach dafür. So. Ich hoffe, ich kriege die Füchse jetzt gleich auch auf Anhieb hin. Ich habe jetzt ewig nicht mehr richtig gemalt, außer die Blumen auf meinen Fingern. Die sind aber recht easy. Wir gucken mal. So, ein Braun kann versiegelt werden. Das andere Braun bekommt einen, wie kann es auch anders sein, einen goldenen Verlauf. Könnt ihr auch in Silber machen. So, ich zoome euch mal ein bisschen näher ran. Und da nehme ich einfach so ein goldenes Glitzergel für. Und habe mir da eins aus der Prosecco Collection von Lini rausgesucht. Ihr könnt auch ein loses Glitzer nehmen und das mit ein bisschen Gel mischen. Das ist genau das Gleiche. Und ich habe mir hier Prosecco Nummer 9 ausgesucht. Dieses hier. Hat so ein bisschen Holo mit drin. Aber ich hatte jetzt keine Lust, irgendwie großartig mir da ja, Gel anzumischen. Also quasi Glitzer mit Gel. So, wir tragen das hier oben auf. So könnt ihr es bei Kunden auch machen, dass ihr es einfach oben auftragt. Bei einem Tipp kann man natürlich auch einfach sagen, ich trage es so auf. Bei Kunden würde ich es halt dann einfach ungefähr so auftragen. Und dann mit einem dünnen Pinsel nochmal zur Nagelhaut hinarbeiten. Ziehe ich mir das schon mal grob runter. Das sieht jetzt schon ganz cool aus. Und jetzt könnt ihr euch einfach einen Fineliner nehmen oder so einen Babyboomer-Pinsel, diese zum Ombre machen und dann zieht ihr euch einfach nur so ein bisschen was von dem Glitzer runter. Guckt, dass ihr nicht auf einer Linie seid, also dass ihr alles nur bis hier runterzieht, sondern guckt, dass ihr auch manchmal ein bisschen weiter mit dem Pinsel runtergebt, manchmal ein bisschen weniger. Dadurch entsteht dann so ein Zickzack und dadurch wird das Ganze ja einfach schöner vom Verlauf her. Ziehe ich mir noch so ein paar Partikelchen hier rüber. Hier können wir noch ein bisschen runter. Schaut mal, so schnell kriegt ihr einen Glitzerverlauf hin. Ganz easy. Ich ziehe das jetzt hier hinten nochmal rüber. Bei einer Kundin würde ich jetzt einfach hier oben mit dem Pinsel nochmal an der Nagelhaut quasi lang gehen, damit es da nochmal glatt ist und da auch glitzert. Genau, oh, die Kombination ist schön. Was sagt ihr? Ich finde die sehr, sehr schön. Und schaut mal, wie schnell das ging. Innerhalb von, keine Ahnung, 10 Sekunden habe ich den Verlauf gemacht. So, das Weiß ist fertig. Ich buffer das jetzt aber lieber an. Ich muss sagen, ich male lieber auf gebufferten oder matten Oberflächen als auf der Schwitzschicht. Ich
weiß nicht warum, aber ich finde, in der Schwitzschicht läuft das immer so komisch. Manche mögen das vielleicht, aber ich nicht so gern. Und ich merke gerade, dass mein Pinsel ein bisschen verklebt ist mit Gel. Mach den einfach mit dem Liquid sauber. So, ich gucke jetzt nochmal, was ihr in den Kommentaren geschrieben habt. Nicht wundern, das Liquid ist rosa, weil ich da schon einen Pinsel vorher mit sauber gemacht habe. Und ich drehe den dann immer so lange, bis ich das Gefühl habe, die Haare spalten sich wieder auf. Also das Gel ist quasi entfernt. So, und dann wird das an der Zellette trocken gemacht. Und dann kann ich gleich wieder gut damit malen. Der war jetzt nämlich so ein bisschen steif, weil da noch so Gelreste drin waren. So, gucken wir einmal, was ihr geschrieben habt. Ob ich irgendwas verpasst habe. Okay. Na, 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 schöne Farben. Ja, finde ich auch. Ich finde die Kombination sehr schön. Wie gesagt, so ein ähnliches Design habe ich online gesehen, habe mich da... benutze sogar keine Lacke mehr von Lini. Doch, klar, ganz viele. Mein ganzer Schrank ist voll. Mein ganzes Farbgel-Ding ist voll. Ich habe so viele Farben von Lini. Und ich benutze auch noch hier Aufbaugele von Lini. Das habe ich jetzt gerade benutzt bei meinen Nägeln und so. Nee, nee, ich benutze die noch. Ich bin nicht so jemand... Ich habe euch die Sachen ja damals, wo ich noch bei Lini gearbeitet habe, empfohlen, weil das meine Gedanken waren, weil ich das wollte, weil ich euch das zeigen wollte und nicht, weil ich bei ihr gearbeitet habe. Und nur, weil ich jetzt nicht mehr bei ihr arbeite, heißt das nicht, dass ich die Produkte jetzt alle blöd finde, weil wir sind ja auch jetzt nicht im Streit auseinandergegangen und ich finde die Produkte immer noch gut. Also von daher, ich bin jetzt ein bisschen offener und sage mehr, was ich nicht so gut finde, aber sonst speicherst du das ab? Ja, mache ich. Wie immer. So, ich wollte das buffern. Ich liebe zum Beispiel auch die Buffer hier von Lini, weil die sind so schön klein. Ich habe die zwar halbiert, das war leider ein Fehler. Also die sind ja schon klein, indem die nur so lang sind. Ich habe leider alle halbiert und habe im Nachhinein gemerkt, dass das blöd zum Anfassen ist. Aber ich liebe die, weil die sind so klein und wenn ihr die halt einmal benutzt, könnt ihr die danach wegschmeißen und die kosten halt nicht viel. Und viele Shops haben halt diese langen Buffer und da denke ich mir immer so, ja, aber für eine Modellage, so wie so eine Feile, so ein langer Buffer, macht für mich halt keinen Sinn. Und die hier sind halt cool, die haben eine grobe Seite, eine feine Seite und die grobe Seite, die trägt ordentlich ab. Und das habe ich bei manchen nicht. So, los geht's, würde ich sagen. Wenn ich male, dann nehme ich mir immer diese Palette, wo ich jetzt auch hier was angemischt habe. Wenn ihr sowas nicht habt, nehmt eine Stamping-Schablone und dreht die um. Könnt ihr auch benutzen oder Alufolie oder sowas. Und da habe ich jetzt mein Orange schon drauf. Wir brauchen noch das Dunkelbraun und dann trage ich mir das nämlich immer da in einem kleinen Tropfen auf. Dann kann ich mir das da einfach wegnehmen. Ist einfacher, als wenn ihr das aus der Flasche benutzt. Das helle Braun brauche ich, glaube ich, auch. Ja, doch, das nehmen wir dafür. Das ist jetzt die Farbe Mokka von Didia Lab. Ihr könnt auch ein Beige nehmen, ihr könnt auch ein Weiß gleich nehmen, das seht ihr gleich. Was brauchen wir noch? Dunkelbraun, Orange, Schwarz. Schwarz brauchen wir noch. Ich nehme da, glaube ich, das Black is Back von Lini. Ihr könnt auch einen schwarzen Shellac nehmen, ist egal. Ich hatte das jetzt griffbereit. Das lasse ich hier so stehen. Gut, los geht's. Ich bin gespannt, ob ich es hinkriege. Wir benutzen unser Orange und den feinen Pinsel. Nehmt da einfach, womit ihr klarkommt. Ihr könnt auch das Dotting-Tool nehmen, das funktioniert auch. So, ich zoome euch noch ein bisschen ran. Ich mache ein Herbstdesign, liebe Steffi, und vielen Dank. So, wir wollen einen Fuchs. So, Fuchsköpfe sind eher so oben rund und gehen nach vorne hin spitz runter. Das heißt, wir malen uns erstmal einen groben Umriss. Setzen uns erstmal so einen Punkt hier ab. So, jetzt wollen wir den Kopf, der soll so ein bisschen oval sein. Ungefähr so. Und dann gehen Füchse ja nach vorne hin, so laufen ja so spitz zu. Malt es lieber erstmal was kleiner, als ihr es haben wollt und guckt, dass ihr nicht die Farben zu dick malt, weil es sind Schellacke, die können immer noch Probleme beim Aushärten machen, deswegen nehmt nicht zu viel Farbe, aber decken müssten die auf dem Weiß eigentlich gut. So, hier kommt die Nase hin, hier kommen die Wangen hin, das kann also noch so ein bisschen breiter hier sein. Wir wollen jetzt auch so nicht so einen super Mini-Fuchs haben und die Öhrchen kommen gleich hier oben hin.
Also guckt, dass ihr oben so leicht oval habt, nicht ganz so rund, sondern so ein bisschen oval. Und dann nach unten hin so ein bisschen spitzer zulaufend. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Jetzt nehmen wir uns die Öhrchen noch vor. Ihr könntet jetzt schon aushärten lassen. Ich male jetzt direkt weiter. Die Öhrchen sind ja eher so in diese Richtung hier und in diese Richtung. Und dann male ich mir einfach erstmal so einen Strich hier runter, wie lang die sein sollen. Einfach nur zur Orientierung. So. Und dann mache ich mir einfach nur so ein Oval von rechts nach links. Indem ich da einfach so rechts ein bisschen runter gehe. Und links ein bisschen runter. Macht sie erst kleiner, ihr könnt immer noch mal nachmalen. Wenn ihr sie jetzt nämlich schon zu groß macht, dann könnt ihr es nicht mehr kleiner machen, außer ihr macht alles wieder weg. Ich korrigiere jetzt hier noch so ein bisschen. Und ich finde, das sieht jetzt schon aus wie ein süßer Fuchs. Und den lassen wir jetzt einmal ganz kurz anhärten. Braucht auch nicht lang sein. In der Zeit könnt ihr andere Sachen versiegeln. Es reichen eigentlich immer so 10 Sekunden in der LED-Lampe, damit nichts mehr verläuft. Es muss nicht komplett aushärten. Ich weiß, man sagt immer, Shellacker müssen komplett durchhärten, aber bei so kleinen Motiven ist das jetzt nicht so schlimm. Ah, tolle Kombo. Schaut mal, ich finde es mega. Es war jetzt eben einfach nur so schnell aus dem Schrank gegriffen, das Glitzer, aber ich finde, es passt richtig gut. So, unsere Orangen sind schon fertig, die können zur Seite. Okay. Jetzt Pinsel einmal sauber machen. Wenn ich male, mache ich das meistens einfach nur so ein bisschen an der Zellette, wo ein bisschen Cleaner dran ist. Jetzt wollen wir diese Wangen vom, oder wir machen erst die Öhrchen, machen wir die Öhrchen. Die machen wir mit dem Braun, mit dem Dunkelbraun. Da braucht ihr euch echt nicht viel nehmen. Denkt dran, Braun schwierig auszuhärten. Und da malen wir jetzt einfach quasi unser Ohr nach, aber lassen so ein bisschen Orange am Rand übrig. Also quasi einfach so. Das Gute ist, bei so kleinen Motiven, da muss man jetzt auch nicht super fingerlich sein. Im Nachhinein sieht das trotzdem gut aus. Und ihr seht, ich stütze immer meinen kleinen Finger auf, damit ich Stabilität in der Hand habe. So, kurz anhärten lassen, damit nichts verläuft. Sekündchen, Pinsel wieder sauber machen. Und jetzt gehen wir an diese Wangen, an dieses Helle an den Wangen. Und ich glaube, das ist mir noch ein bisschen zu dunkel. Ich brauche eine hellere Farbe. Wartet mal. Ich brauche eher so ein Beige, finde ich. Ich muss mal gerade gucken, ob ich auf die Schnelle eins finde. Ich glaube, die Farbe. Ach komm schon, helles Beige, helles Beige. Pure Beauty fällt mir da gerade ein. Oder Eiskoffee. Wir nehmen Eiskoffee. Shellac Eiskoffee nehmen wir. Das hat eine schönere, hellere Farbe im Gegensatz zu dem Mokka. Das Mokka ist eher so ein bisschen dunkler. Seht ihr jetzt den Unterschied? Da seht ihr das. Weil ich sag mal, die Wangen vom Fuchs sind halt weißlich. Aber ich will jetzt kein Weiß nehmen, weil ich habe ja Weiß als Untergrund. Deswegen nehmt was, was so ähnlich ist. Und deswegen ist das Iced Coffee ganz gut. So, nehmen wir uns jetzt ein bisschen was von auf. Und dann malen wir uns eigentlich nur, da drehe ich das Ganze lieber um, von der Nase aus hier so einen Bogen vorne hin. Das deckt jetzt nicht ideal, aber es passt schon. Wundert euch nicht, wenn ihr im Hintergrund Husten hört. Daniel ist leider krank. Aber ich muss sagen, das deckt jetzt nicht ideal. Nach oben hin kann das ruhig so ein bisschen runder sein. Hier in diesem Bereich. Bin ich ganz zufrieden. Ich glaube, mit Weiß sieht es schöner aus, aber das passt schon so. Gucken wir, dass das Orange hier nicht so durchleuchtet. Also nein, die Farbe ist halt nicht ganz so gut deckend, daher wirkt das jetzt nicht so gut, aber das passt, denke ich.
Wir haben ja gesagt, wir wollen nicht so streng sein. Kurz anhärten lassen. Sag mal, findet ihr das bis jetzt noch easy oder ist euch das schon zu anstrengend? Also findet ihr das schon zu schwierig? So, jetzt schnappen wir uns unser Dotting-Tool und unser Schwarz und machen uns jetzt erstmal die Nase. Wenn ihr nicht wisst, wie groß der Punkt von eurem Dotting-Tool ist, dann setzt den quasi mit der Farbe einmal ab. Dann seht ihr, wie groß der ist. Und der nächste Punkt wird ein Ticken kleiner sein. Ich möchte jetzt einen ganz kleinen Punkt, das heißt, ich setze den nochmal auf. Ihr seht, der ist schon kleiner als der vorige. Und jetzt weiß ich, dass mein nächster Punkt ganz klein ist. Und den setze ich mir jetzt hier vorne einfach so ein Stückchen über den Rand an die Spitze. So, Augen möchte ich einen Ticken größer haben, setze ich mir wieder hier einmal ab und die setze ich mir jetzt einfach in dieses Beige hier rein. So, und dann ist euer Fuchs auch schon fertig. Sieht bisher einfach aus. Ja, ich finde es eigentlich auch einfach. Also wenn man sich Mühe gibt und langsam macht, ich sag mal so, Gott sei Dank gibt es sprechende Sticker. Was meinst du mit sprechenden Sticker? Verstehe ich gerade nicht. So, und das machen wir jetzt noch zweimal. Und dann kommen da noch ein paar Blätter mit dazu und so ein paar Äste. Und dann sind wir auch schon fertig. Also auch schon. Das dauert ein bisschen länger, aber ich finde, an sich selber oder so kann man das ganz gut machen. Oder wenn Kunden halt Zeit haben. Genau, ich finde, der sieht auch süß aus. Und gleich in Kombination mit den anderen wird das auch sehr gut sein. Wenn ihr das jetzt an euch malt oder an Kunden, würde ich es so machen. Ich würde nicht jedes Mal einen malen, dann den nächsten malen, den nächsten malen, sondern ich würde alle drei immer jeden Schritt gleich malen. Das werdet ihr jetzt bei den anderen beiden sehen. Das heißt, ihr schnappt euch euer Orange und malt jetzt den nächsten Fuchs hier oben hin. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller, erkläre jetzt nicht ganz so viel. Nur wenn ich nicht erkläre und für mich male, dann bin ich auch ein bisschen flotter unterwegs. Wenn ich nicht super pingelig bin. Und guck, dass die Ränder sauber gemalt sind, weil dadurch, dass wir die nicht mit Schwarz umranden oder ähnliches, sollten die sauber sein. So, ich muss nur in der Kamera bleiben. Nicht zu pingelig, das Gesamtbild nachher macht das wieder rund sozusagen. Ja, wenn man jetzt so einen nur drauf hat, würde ich auch ein bisschen pingeliger bleiben. Aber dadurch, dass wir gleich viele Sachen auf dem Nagel haben, fällt es nicht auf, wenn es nicht ganz perfekt gemalt ist. Und trotzdem malte sie und gab sich ganz viel Mühe. Guck, dass sie hier unten schön rund macht. So, was ich jetzt meine ist mit den Kunden, ich habe jetzt einen Fuchs hier fertig und ich male jetzt einfach den nächsten direkt schon, damit ich nicht jetzt den Pinsel wieder sauber machen muss, eine andere Farbe nehmen muss und so weiter und so fort. Und dadurch spart ihr euch bei euch selber, aber auch bei Kunden viel Zeit. Und den ersten habe ich einfach nur gemalt, damit ihr, also komplett gemalt, damit ihr seht, wie es geht und nicht durcheinander kommt. Unten spitz, oben rund, Strich nach oben und dann noch ein bisschen oval machen. Am Anfang immer so ein bisschen Öl aus, aber wenn man dann noch Details hinzufügt, wird es richtig süß. So, einmal ganz kurz anhärten lassen. Der muss jetzt einmal so, ja, schon so 30 Sekunden aushärten, weil du jetzt obendrauf was malst. Wenn du jetzt zum Beispiel nur die Nase malst, die kurz anhärten lässt, 2-3 Sekunden, dann die Ohren malst, dann ist das egal. Aber wenn du auf die Ohren noch was drauf malst, dann solltest du es schon so 30, 60 Sekunden aushärten lassen. Ach so, weil du null zeichnen malen kannst. Übungssache. Ich konnte früher auch nicht zeichnen. Dann habe ich mich immer mehr mit beschäftigt, immer mehr Videos angeguckt und bin dann einfach besser geworden.
So, während der aushärtet, hole ich schon mal meinen. Ich habe ja hier diese durchsichtigen Dinger, wo ich immer meine Designs draufklebe. So. Die kommen ja hier in meinen Designschrank. Und dann mein Putterfix. Kann ich schon mal alles vorbereiten für das Zeigen gleich. Mache ich einfach mal so ein paar Kügelchen ab, die groß genug sind. 4, 5. So. Das mache ich gleich weiter. Der Fuchs ist ausgehärtet. Und jetzt geht es weiter mit den Öhrchen. Oder mit den Wangen, wie ihr wollt. Und da kommen jetzt gleich auch noch ganz simple Blätter mit dazu. Also wir halten das wirklich recht simpel. Nochmal kurz aushärten. In der Zwischenzeit schon mal Tipps abmachen. Schaut mal, die Kombination aus dem Braun und dem Orange finde ich auch sehr, sehr schön. Sehr gut geworden. So, was hatte ich gesagt? Der kleine Finger. Guck mal, ist schon fast zu wenig Putterfix. Das muss ja hier halten. Das muss ja hier auf der Rückseite halten. So, der kleine, das hier ist der Daumen. Zeigefinger. Ich würde sagen Mittelfinger. Ich finde mal am Ringfinger am schönsten, wenn man da das Muster hinmacht. So. Der ist wieder ausgehärtet. Jetzt können wir direkt die Nase machen und die Augen. Obwohl, nee, haha, Denkfehler. Wir müssen ja erst unser Hell auftragen. Kurz anhärten lassen, damit sich das vom Rand nicht wieder zurückzieht und man das Orange sieht. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Gar kein Ding. Und ihr könnt mich auf jeden Fall markieren oder mir gerne ein Bild schicken, wenn ihr das nachmacht, dann freue ich mich. Guckt, dass ihr bis zum Rand mal, dass da kein Orange mehr rausguckt. Passt. Ich bin jetzt nicht so pingelig. Das muss ich meinem Gehirn manchmal sagen, dass ich nicht so pingelig bin. So, das muss jetzt auch noch mal ganz kurz aushärten, weil wir da on top ja wieder mit Schwarz arbeiten. In der Zwischenzeit, wenn ich die geklebt habe, dann cleaner ich die schon mal ab, weil ja meine Fingertatschen drauf sind. Allein diese Kombination finde ich schon richtig schick. Mit dem Braun und dem Orange könnte man auch einfach so tragen, dass man noch einen Braun hier macht und das vielleicht komplett mit dem Gold überzieht, das wäre auch noch eine Möglichkeit für alle, die sagen, sie können das nicht malen oder so. Na, dass man das einfach komplett bis unten zieht, das Gold, bei dem hier, der fehlt, wäre auch schön. So, ich habe jetzt 30 Sekunden in meiner LED-Lampe, das reicht. Jetzt hatte ich hier schon Schwarz drauf, dann machen wir uns einmal die, ja, das war zu wenig Schwarz. Das Gute ist, wenn ihr zwischendurch aushärtet, dann könnt ihr notfalls was wegwischen, wenn euch was nicht gefällt. So, Auge, Auge. Ihr seht, ganz simpel, aber trotzdem total knuffig. Einmal aushärten lassen. Und jetzt kommen wir zu diesen Ästen und den Blättern. Wir malen mit unserem, wir wollen ja auch das Dunkelbraun und das Hellbraun, also das Dunkelbraun von
dem Zeige- und Ringfinger auch da so ein bisschen mit einbauen. Deswegen werden wir die Äste in dem Braun malen und die Blätter dann einfach in einem helleren Braun. Das sieht dann ganz schick aus. So, 40 Sekunden sind rum. Das heißt, wir schnappen uns unser Mokka. Ich möchte jetzt gerne das Mokka benutzen, nicht das Iced Coffee. Und damit malen wir uns ein ganz simples Blatt. Also wirklich sehr simpel. Irgendwo hin, wo wir wollen. Einfach nur nach vorne hin spitz, an den Seiten rund und nach hinten auch wieder spitz. Also wie so ein Tropfen. Und einen Strich nach hinten raus. So, unser erstes Blatt ist fertig. Und da setzen wir uns jetzt einfach einige hier hin. Die müssen auch nicht alle nach unten zeigen. Guckt, dass ihr das nicht immer wiederholt, sondern so ein bisschen Lebendigkeit reinbringt, indem ihr die Blätter immer anders malt. Aber ihr seht, die sind wirklich sehr simpel. Die zeigen beide nach unten. Dann nehmen wir doch eins, was hier so ein bisschen nach oben zeigt. Guckt, dass die Farben nicht zu dick sind. Wir wollen nachher noch versiegeln. So, malen wir uns noch eins. Vielleicht hier noch eins hin. Obwohl, da kommt gleich noch was. Sieht jetzt noch nach nichts aus, aber wir machen da gleich noch dieses Grätenmuster mit rein. Ja, ich glaube, hier drüben könnte noch eins hin. Guckt immer, wo ihr das Gefühl habt, da könnte noch was hin. Aber macht es auch nicht zu voll. Ihr könnt auch so wie ich hier einfach nur so ein halbes Blatt machen. Sieht auch schön aus, so als käme das quasi so in den Nagel rein, in das Design. So, einmal aushärten lassen. Jetzt brauchen wir unser Dunkelbraun. Und damit malen wir uns jetzt einfach nur so ein paar Linien in die Blätter rein, um das Ganze nochmal mit diesem Muster zu verschönern. Weil so sehen sie jetzt wirklich ein bisschen, ja, langweilig aus. Dankeschön, dass du das niedlich findest. So, 10 Sekunden noch. Wenn ihr jetzt bei einer Kundin macht, ist es zum Beispiel so, ich schicke die eine Hand in die Lampe und mache dann die andere Hand. Weil oft will man ja auf beiden Händen das Muster haben. Und dann könnt ihr so die Zeit so ein bisschen überbrücken. Okay, jetzt nehme ich mir hier ein bisschen Farbe auf, streiche die aber so ein bisschen ab, dass ich nicht mehr viel an meinem Pinsel habe. Und dann gehe ich einfach nur von der Spitze des Blattes nach hinten und male mir eine dünne Linie. Dafür setze ich den Pinsel kaum auf. Ihr habt gesehen, ich habe den Nagel kaum berührt. Also je weniger ihr mit eurem Pinsel das Design berührt, desto dünner wird die Linie. So. Und jetzt einfach nur noch ein, zwei Striche so an der Seite hoch. Auf der anderen Seite auch. Kaum berühren, damit ihr dünne Striche hinbekommt. Und schon sieht unser Blatt doch viel lebendiger aus. Was sagt ihr? Ich lasse das gerade mal 3 Sekunden anhärten. Guckt, wenn ihr malt, dass ihr nicht so einen dicken Pfropfen an eurem Pinsel habt, sondern streicht es wirklich so ab, dass ihr fast nichts mehr drauf habt und dann malt direkt los, weil manchmal zieht sich dann vorne wieder so ein Tropfen an eure Spitze. Wenn ihr zu viel habt, könnt ihr gleich sehen, da ist jetzt wieder so ein Tropfen und der zieht sich so ein bisschen nach hinten vom Pinsel und dann werden eure Striche nicht so schön. Also versucht so wenig wie es geht am Pinsel zu haben, dann könnt ihr auch schön dünne Linien malen. So, das gleiche hier auch. Runterziehen. Wenn es zu wenig ist, könnt ihr immer noch was nachnehmen und nochmal nachziehen. Und auch hier einfach nur 2 Stück. 1, 2, kurz bis vor den Rand. Auch manchmal, wenn man die nicht so stark sieht, sieht es trotzdem schön aus. Und wir haben ja gesagt, wir wollen nicht so pingelig sein. Vielen Dank, ihr seid lieb. Ich hole mir die Inspiration aber auch aus dem Internet. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der irgendwie da sitzt und sich denkt, hey, ich mache jetzt das mit dem, sondern ich gucke mir dann so 3, 4 Fotos an, hole mir da Inspiration und mische die dann oft auch einfach. Und manchmal mache ich Designs auch komplett nach. Also es ist nicht immer alles, kommt nicht immer alles aus meinem Kopf, aber trotzdem vielen Dank. Dieses Design zum Beispiel, das ist von Silviaka, 1982 heißt die. Dieses hier, also das auf den Nägeln hier, das habe ich mit dem Fuchs und den Blättern so übernommen.
Ich bin dann eher diejenige, die euch das zeigt und die anderen denken sich das aus. So, jetzt die nächsten. Pinsel wird wieder so ein bisschen abgestrichen an der Zillette. Wir brauchen ein, ja, man könnte schwarz nehmen oder noch ein dunkleres Braun. Ich glaube, wir nehmen mal die Farbe Chocolate von Lini. Das ist so ein dunkel, wirklich schokoladiges Braun. C, 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 wo haben wir es? A, B, C. Cocoa, nee. Chocolate. Ja, Chocolate von Lini. Ihr seht, ich habe die Farben schon im Kopf, wie die aussehen. Das ist ein ganz dunkles Braun. Weil ich glaube, das gibt vielleicht doch nochmal einen anderen Effekt, aber ich weiß es nicht genau. Ihr seht, das ist wirklich ein Schokoladenbraun. Ich probiere es erstmal mit dem Dunkelbraun, was wir auf unseren Nägeln schon drauf haben, weil es ist immer schön, wenn sich die Farben in dem Design wiederfinden. Aber ich habe das Gefühl, dass es zu hell ist. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal zur Sicherheit die andere Farbe noch geholt. Also, wir nehmen uns Farbe auf. Und jetzt ist es wichtig, dass wir vorne am Pinsel so ein kleines Pünktchen haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Muss nicht so ein Riesenpünktchen sein, einfach so ein kleines. Und damit setzen wir uns jetzt diese Ästchen sozusagen. Und das setzen wir jetzt einfach hier ab und ziehen den Pinsel nach hinten und berühren immer weniger den Nagel. Und dadurch bekommt ihr diesen Schwung hin. Aber das war mir zu groß. Das mache ich jetzt nochmal weg. Also ihr setzt quasi den Pinsel auf. So, und dann, ich zeige es euch mal von der Seite. So setzt ihr den auf, dann habt ihr den Pinsel quasi auf den Nagel drauf gedrückt. Und wenn ihr nach hinten geht, zieht ihr den immer mehr weg und dadurch berührt ihr fast gar nicht mehr den Nagel und dadurch wird es dünner. Also vorne viel aufdrücken und nach hinten hin weniger aufdrücken. Dann bekommt ihr von dick nach dünn so eine Linie hin. So, kurz antrocknen lassen mit dem Cleaner. Das muss einmal wegtrocknen. Nochmal ein kleineres Kügelchen vorne drauf, nicht so groß. Wir sind ja hier im Kleinen am Zeichnen. Aufdrücken und nach hinten hin wegziehen. Wieder ein kleines Kügelchen. Aufdrücken, nach hinten hin wegziehen, in die Nähe von dem anderen. Ein Stückchen tiefer auch noch. Aufdrücken und nach hinten hin wegziehen. So, was wir jetzt noch machen, ist einfach nur noch eine Linie hier durchziehen und die miteinander verbinden. Ist nicht super schick geworden, reicht aber voll für dieses Design. Kurz anhalten lassen, damit nichts läuft. So sieht das Ganze aus. Ich finde das eigentlich ganz süß, aber ein bisschen hell. Also ich könnte euch empfehlen, dunkleres zu nehmen. So, das Gleiche machen wir jetzt hier drüben nochmal. Pünktchen. Und auch wegziehen. Ich nehme mir immer wieder Farbe neu, Pünktchen und rüberziehen. So, ich will gleich hier runter, deswegen ziehe ich mir schon mal den Strich hier so runter. Das könnt ihr auch machen, damit ihr optisch wisst, wo ihr hin wollt. So, und in so einem leichten Schwung zum Strich hin. Muss auch nicht parallel sein, muss auch nicht gleich sein, einfach nur so ein bisschen in die gleiche Richtung gehen. So, ich glaube, eins können wir noch machen, oder? Ich finde, hier ist so ein bisschen viel weiß, deswegen setzen wir uns jetzt einfach hier einen hin. So ein bisschen größer auch, ziehen uns den nach hier. Also guckt einfach, wo es passt, wo ihr noch Lücken habt und füllt das dann damit aus. Ich möchte ungefähr nach hier. So, kurz anhärten lassen. Jetzt gucke ich gerade mal, ob noch irgendwas fehlt. Und sonst sind wir aber gleich fertig.
Nachmachen ist auch nicht immer leicht. Das stimmt. Da habe ich auch schon so ein paar Mal die Krise bekommen. Ich glaube nicht, wie viele Videos ich schon nicht hochgeladen habe, weil ich halt das Design nicht hinbekommen habe. So, ich glaube, das reicht, sonst wird es zu voll. Und was man jetzt noch machen kann bei so Designs, man kann sich einfach noch so ein paar Deko-Punkte setzen. Dafür nehme ich mir wieder mein Dotting-Tool mit dem Dunkelbraun. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Und fülle jetzt einfach nur noch so ab und an mal die Lücken mit so einem Dekopunkt. Guck, dass die überall gleichmäßig sind. Die müssen auch nicht gleich groß sein, aber dass überall welche sind, dann sieht es nicht komisch aus. Ja, und ich glaube, das reicht so. Was sagt ihr? Ich finde es super süß, super niedlich, einfach, aber trotzdem hat es irgendwie was. Und das lassen wir jetzt einmal komplett härten. Dann können wir das versiegeln und dann sind wir auch schon fertig. Okay, wenn du kein Fan von weißen Nägeln bist, könntest du zum Beispiel dann die Farbe Iced Coffee nehmen. Das ist ja dann eher haben wir ja hier schon gehabt. Oder die Farbe Mocha. Schau mal. Iced Coffee oder Mocha könntest du statt dem Weiß auch nehmen. Die sind auch hell. Darauf wirkt dein Orange und deine Füchse auch sehr, sehr gut. Da musst du halt nur gucken, dass du die nicht für die Blätter nimmst, sondern dunklere Farben dann für die Blätter nimmst. Also guck einfach, dass du in der Braunfamilie bleibst. Du siehst ja hier die drei, die passen ja wunderbar zusammen. Das passt dann auch ganz gut statt dem Weiß. Also kannst immer variieren, wie du magst. So, lassen wir noch aushärten und dann kommt das hier gleich mit dazu. So, einmal versiegeln. Jetzt ist ein Versiegler gut, der so ein bisschen dicker ist, der nicht zu flüssig ist, damit ihr auch das eindeckt, weil das ist ja jetzt so ganz leicht 3D-mäßig. Mit dem Shellac geht es noch. Aber trotzdem, wenn ihr jetzt nur einen dünnen Versiegler habt, dann guckt einfach, dass ihr zweimal versiegelt, bevor ihr ja endgültig das Ganze fertig habt. Was auch hilft, ist, dass ihr den dann einfach minimal dicker auftragt und dann überall gleichmäßig einmal umdreht. Und dann hilft die Schwerkraft, dass das Ganze nochmal so richtig eingebettet wird und nichts halt nachher raussteht. So, in die Lampe und aushärten lassen. Ja, Mokka ist schön, habe ich auch schon letzten Herbst, glaube ich, benutzt. Muss ich mal raussuchen. Kann ich euch nachher mal bei Instagram in die Story posten. Und ich habe noch einige Herbstdesigns vom letzten, vorletzten Jahr. Die poste ich euch auch gerne nochmal in die Story. Dann habt ihr da nochmal Inspirationen. Bei einigen habe ich auch Videos dazu gemacht. Genau, aber ich finde einfach so, Füchse gehen immer. Und auf einen bin ich richtig stolz. Den kennen auch einige schon. Das hat mich auch echt, also habe ich mit einer Schulung gemacht und hat mich auch echt viel Zeit gekostet. Das ist dieser hier. Den finde ich so niedlich. Aber der war auch sauschwierig, Leute. Das glaubt ihr nicht. Ist auch nicht perfekt geworden mit dem Kinn unten. Das hat mir im Nachhinein nicht ganz so gepasst. Aber ich finde ihn einfach unglaublich süß. Und ja, bin auch sehr stolz auf den. Hat aber ewig gedauert, bis ich den fertig hatte. Ich glaube, 1,5 Stunden oder so. Aber ja, und hier ist auch nochmal so was ganz Niedliches. Gut, ich glaube, mit dem Brunett hatte ich auch noch ein Design, kann ich euch auch noch posten. Also ich gucke jetzt mal, ob ich so ein paar Herbstdesigns vom letzten Jahr noch finde. Dann poste ich euch die gerne nochmal. So, wir brauchen nochmal Putterfix. So, und alle, die sagen, das ist mir zu kitschig, zu niedlich, habe ich ja gesagt, können sich dann einfach den Ringfinger noch mit dem Gold komplett machen. Das würde auch passen. Jetzt hat das da an der Seite rausgeguckt. Das sieht doof aus. So. Simpel, einfach, ganz gut nachzumachen, finde ich. Das nochmal abcleanen. Und dann zoome ich euch nochmal raus. So, alle noch schön gerade machen. Man könnte die Punkte jetzt auch, hätte man auch mit dem Glitzer machen können, aber da habe ich jetzt nicht so dran gedacht. So, ich zoome euch mal ein bisschen raus. Und jetzt könnt ihr einmal sehen, das ist das fertige Design. Die Farbe Mokka sieht hier so ein bisschen sehr dunkel aus. In echt hat die aber wirklich so ein richtig schönes Waldbraun, wenn man das so nennen kann. Also hier sieht sie ein bisschen dunkler aus als in echt. Genau, und das ist jetzt das Video. Das Design so rum. So sieht man es, wie es auf der Haut aussehen würde. Ich finde, es ist sehr, sehr niedlich geworden. Und ich fände es cool, wenn ihr das nachmacht. Aber schaut einfach. Entspannungstherapie. Sehr schön.
Ja, ich hoffe, das kurze Live hat euch gefallen. Kurz, ich glaube, wir sind jetzt auch eine Stunde dabei. Und ich drehe einmal nochmal um. Voilà. So sieht dann mein Tisch immer aus nach solchen Designs. Komplett voll. Ja, und dann könnt ihr gerne noch eine Frage stellen, wenn ihr eine Frage habt. Seid ihr denn schon in Herbststimmung? Habt ihr schon Bock auf Herbstdesigns? Weil dann würde ich jetzt langsam anfangen, Herbstdesigns auf YouTube zu zeigen. Ich habe da immer richtig viele Ideen im Herbst und richtig süße Sachen, auch mit Wraps und sowas. Genau. Könnt ihr einmal gerade schreiben, ob ihr da Bock zu habt schon. Für mich ist noch so ein bisschen Sommer, weil ich gerade aus dem Sommerurlaub komme. Deswegen, ja, bin ich noch nicht ganz so in Herbststimmung, aber ein bisschen. Ich wollte auch ab nächster Woche dekorieren. Ich bin immer sehr, sehr spät dran mit Herbstdeko. Irgendwie so gefühlt immer am Ende vom Herbst. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, für die nächste Woche einfach schon zu dekorieren, dass wir einfach ein bisschen länger was davon haben. Ja, ich bin auch noch nicht so im Herbst. Wie gesagt, ich war gerade noch in Spanien. Schön Sonne, 30 Grad. Ja, da ist das nicht ganz so, kommt das nicht so rüber. Gerne mehr Herbst. Sehr schön, das freut mich, Pepa. Dir auch einen schönen Sonntag. Ja, einige, die dazukommen, ich bin schon fertig. Ich speichere das Ganze. Wir haben dieses süße Herbstdesign hier gemacht. Recht simpel, aber total niedlich und eine schöne Farbkombination, wie ich finde. Ah, hier sieht das Mokka schon ein bisschen heller aus, muss ich sagen. Ja, genau. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, dann speichere ich das Ganze ab. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Sonntag. Es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht gehe ich nächste Woche nochmal online. Ich hatte überlegt, irgendwie Mittwoch oder so. Ich kündige euch das auf jeden Fall in meiner Story an. Ja, der Sommer ist eh in 1-2 Wochen vorbei, das stimmt. Und ich bin immer so spät mit Herbstdesigns und ich habe mir geschworen, früher damit anzufangen. Deswegen, ich glaube, ich setze mich jetzt hier noch hin und mache noch 1-2 Designs. Alles klar, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis dann. Ciao.